Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine beendeten Reihen 2023. Ich habe es nicht geschafft, 15 Reihen zu beenden. Zwischendurch hatte ich mal 16, aber ich habe Hardstopper dann wieder rausgerechnet, weil das halt noch einen fünften Band bekommen hat. Und deshalb waren es nur 15. Also, das heißt nur, eigentlich ist es ein guter Durchschnitt. Ich habe letztes Jahr 16 beendet, aber 15 bin ich eigentlich zufrieden. Das ist schon eine Menge. Ja, und die beendeten Reihen werde ich euch hier kurz zeigen. Zum einen habe ich eine Reihe beendet, von der ich gar nicht mehr gedacht hätte, dass ich sie überhaupt noch hier beenden werde. Und zwar die Godspeed-Reihe von Beth Revis. Das ist der zweite Band jetzt mal stellvertretend. Und zwar habe ich den ersten Band 2017 gelesen. Es ist eine Jugendbuch-dystopische Geschichte, der es um ein Mädchen geht, das auf einem Raumschiff aufwacht, auf den sie halt in, ja, tiefgefroren war, von der Erde aus losgeschickt, um eine andere Welt zu entdecken, auf der Menschen leben können. Eigentlich ist das Raumschiff ein paar hundert Jahre unterwegs. Und auf diesem Raumschiff leben halt auch Menschen, eine ganze Crew, die sich halt im Laufe der Jahre halt fortgepflanzt hat und so ein eigenes Volk für sich bildet. Und dann gibt es halt noch ein paar Menschen, die halt tiefgefroren auf diesem Raumschiff sind. Und dazu gehörte sie. Und sie wird dann ja zu früh aufgetaut, weil sie sollte eigentlich erst mit einem Menschen zusammen dann auf den neuen Planeten aufgetaut werden. Und ja, das ist der Start der Geschichte. Und da passiert so einiges. Also im ersten Band ist das quasi so die Story, die ich jetzt so geschildert habe. Aber es ist sehr, sehr actionreich. Es passieren immer wieder Plotwendungen. Es gibt auch Verschwörungen, Tote etc. Sehr actionreich. Das hat mich damals gut unterhalten, aber dann habe ich irgendwie den Anschluss verloren. Dann habe ich Ewigkeiten nicht weitergelesen, bis ich jetzt dieses Jahr gesagt habe, ich lese jetzt den zweiten Band und schaue, wie mir der gefällt. Und breche die Reihe dann eventuell ab und sortiere sie endlich aus. Weil ich sie natürlich auch komplett auf dem Super bin. War dann auch im zweiten Band so begeistert, dass ich auch noch den dritten Band gelesen habe und damit die Reihe abgeschlossen habe. Und ja, ich kann die tatsächlich definitiv empfehlen. Es ist eigentlich schade, dass ich so lange gebraucht habe, um die Reihe zu beenden. Ja, definitiv ein Plus. Bisschen im Gegensatz zur folgenden Reihe, die ich dann auch beendet habe, und zwar von James Frey Endgame. Da habe ich den ersten und den zweiten Band. Den dritten Band habe ich mir dann final aus der Bibliothek ausgeliehen. Auch das, also der erste Band, den habe ich auch ewig auf meinen Sub liegen gehabt. Fand ihn aber ganz interessant. Das ist halt auch eine apokalyptische Geschichte, also auch wieder Jugendbuch, Apokalypse, Weltuntergang. Es geht um 12 Spieler, die sozusagen ja so ein bisschen um das Überleben nach dem Weltuntergang gegeneinander spielen, beziehungsweise mit so kämpfen. Weil jeder Spieler repräsentiert eine Bevölkerungsgruppe und der Spieler, der am Ende übrig bleibt oder gewinnt, dessen Bevölkerungsgruppe soll sozusagen das Ganze überleben. Das Ganze wurde inszeniert von Außerirdischen. Und der Weltuntergang geschieht durch Meteoriten. Ganz am Anfang der Geschichte schlagen auch einige etwas größere Meteoriten auf der Erde ein. Es gibt also schon ja, viele Tote zu beklagen. Und diese Spieler sind halt sehr gut ausgebildet, vor allen Dingen was Kämpfen und Töten angeht. Und dementsprechend ist das Ganze auch mehr so ein allgemeines Gemetzel, als jetzt unbedingt ein mega kryptisches Rätsel. Also im ersten Band gibt es halt auch ein Rätsel zum Miträtsel. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich gar nicht damit angefangen, ehrlicherweise, weil irgendwie schon die nächste Anweisung war, dass man irgendwie auf irgendwelchen Homepages im Internet nachgucken muss. Und da war ich dann raus, weil ich lese dann abends im Bett mein Buch und dann stehe ich nicht auf oder hole mein Handy, um dann im Internet irgendwas zu googeln. Also das war mir dann, hat meinen Lesefluss gestört, deswegen habe ich es sein lassen. Deswegen kann ich auch gar nicht dazu sagen, ob das irgendwie noch funktioniert oder so. Ja, ich fand den zweiten Band sehr langatmig, der hat nicht so viel zur Geschichte beigetragen. Im dritten, der dritte ist übrigens auch der kürzeste, wird dann das Ganze so ein bisschen zum Abschluss gebracht. Was mich an der Reihe so ein bisschen gestört hat, ist, dass man sehr wenig von diesem eigentlichen Weltuntergangsszenario mitkriegt. Das wird immer nur am Rande erwähnt, aber ansonsten bewegen die sich einfach ganz normal durch die Weltgeschichte, wie jetzt auch. Und sind sehr mit sich selber beschäftigt. Deswegen, kann man lesen? Muss man nicht. Und dann kommen wir zu einer schönen Reihe, die ich beendet habe. Und zwar
ist es nur eine Dilogie, hat noch zwei Bände. Also die anderen beiden waren jetzt immer dreibändige Trilogien. Das ist eine Dilogie von Adeb Koram und das ist der zweite Band, Darius der Große verdient mehr. Der erste war Darius der Große fühlt sich klein. Und da geht es um Darius und Darius Familie ist so ein bisschen Patchwork-mäßig. Also der Vater ist, glaube ich, Amerikaner und die Mutter kommt aus dem Iran. Das Ganze ist halt so ein bisschen interkulturell. Und im ersten Band reisen sie auch zu seiner Familie in den Iran, weil der Großvater schwer krank ist. Und sie sozusagen ja nochmal ihn sehen wollen, bevor er stirbt. Und er ist, glaube ich, das erste Mal im Iran und lernt dann so ein bisschen die Kultur kennen und findet auch einen sehr, sehr guten Freund, weil er zu Hause hat er so ein bisschen Probleme, er ist ein bisschen gemobbt, er hat, was hat er nochmal? Depression? Depression, glaube ich. Auf jeden Fall hat er da so ein bisschen Schwierigkeiten, dann arbeitet er, er jobbt in ein Teegeschäft und er liebt Tee über alles, das fand ich sehr, sehr lustig. Genau, und Fußball mag er halt sehr gerne. Das nennt er dann im Iran, spielt er Fußball. Eine sehr, sehr knuffige Geschichte. Ja, um Familie, um Freundschaft und so ein bisschen interkulturellen Austausch. Das fand ich eine großartige Mischung. Kann ich sehr empfehlen, die Reihe. Beide Bände. Der erste Band hat sogar 5 Sterne von mir bekommen. Ja, ein Highlight. Das ist auch am Anfang des Jahres. Schon lange her. Auch am Anfang des Jahres habe ich eine Reihe beendet, damit ich jetzt eigentlich alles mehr weiß. Und zwar die Aurora Rising-Reihe von Amy Kaufmann und Jake Kristoff. Das ist eine Sci-Fi-Jugendbuchreihe, in der es um eine Gruppe von Teenagern geht. Genau, vor allen Dingen um eine Gruppe von Teenagern, die einer Einheit angehören. Und die finden dann dieses Mädchen, Aurora, mit dieser silbernen Strähne auf einem Schiff. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr genau wo. Also irgendwann müssen sie halt das Universum retten gegen einen bösen Alien-Rasse. Ja. Also es ist sehr charakterfokussiert gewesen. Nebenher halt die Action-Szenen. Es war wieder sehr launige Sprüche dabei. Das kommt wahrscheinlich wieder von Christoph. Sehr seltsame Liebesgeschichten. Das kam wahrscheinlich von Amy. Okay, also wenn ihr die anderen Reihen von den beiden kennt, dann wisst ihr so ungefähr, wie die Mischung abgelaufen ist. Ja. War ganz unterhaltsam, als Hörbücher dann zu Ende gehört. Ist jetzt aber, wie man merkt, auch nicht zu meinen Highlight-Reihen des Jahres geworden. Dann eine Reihe, die definitiv eine Highlight-Reihe dieses Jahr war. Und zwar The Memoirs of Lady by Lady Trent von Marie Brennan. Das ist der erste Band der Natural History of Dragons. Das Ganze, die ganze Reihe gibt es auf Deutsch. Das sind 5 Bände plus ein Spin-off-Zusatzband, den habe ich noch nicht gelesen. Aber die 5 Bände habe ich gelesen, damit die Reihe für mich erstmal beendet. Ich finde die Cover wunderschön. Es geht tatsächlich um Drachen im Sinne von so Naturforschung, Expeditionen zum Drachenerkunden. Und unsere Lady Trent ja, ist eigentlich in einer Zeit aufgewachsen, in einer Fantasy-Welt, aber so angelehnt ans 19. Jahrhundert, würde ich mal sagen. Der Frauen halt eigentlich in der Wissenschaft nicht ernst genommen werden und lieber zu Hause Hausfrau und Mutter sein sollen. Und sie ist aber ja von Kindheit an sehr begeistert von Drachen. Drachen leben auf dieser Welt wie andere Tiere auch. Und sie möchte diese Drachen halt weiter erforschen und ja, mausert sich dann zu einer Art Entdeckerin, Naturforscherin. Also das war eigentlich eine großartige Geschichte. Also es geht so relativ sachte los, aber dann auf ihren verschiedenen Reisen, in verschiedenen Büchern gibt es halt immer so politische Auseinandersetzungen, die sie da gerät. Es wird dann auch wieder sehr actionreich. Es gibt auch noch kleine Liebesgeschichten, die stehen hier nicht im Vordergrund, aber es ist trotzdem ein bisschen vorhanden und ein grandioses Ende, wie ich fand, mit Plot-Twists, die ich auch nicht habe kommen sehen. War also sehr überraschend. Trotzdem 5 Bände. Und hier sind auch noch wunderschöne einfarbige Illustrationen drin, halt von den Drachen und von ja, allen möglichen. Das war auf jeden Fall ein Bonus. Also großartige Reihe kann ich definitiv jedem empfehlen, der auch so auf starke Frauenhauptcharaktere steht, sagen wir es mal so. Ja, dann wird es mal etwas lustiger. Ich habe noch Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren alle 3 Bände in dieser niedlichen kleinen Ausgabe gelesen, deswegen ist das quasi eine Reihe, die ich dann beendet habe. Und
Ja, man merkt den Büchern das Alter an. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch eine der Originalübersetzungen, die noch nicht geschönt wurden. Also es gibt wohl überarbeitete Fassungen, in der halt ein paar politisch unkorrekte Begriffe wahrscheinlich rausgestrichen wurden. Aber hier ist dem noch nicht so. Also wenn ihr es euren Kindern zum Lesen gibt, müsst ihr vielleicht noch ein bisschen politische Aufklärung dazu geben. Ja, ansonsten, die Geschichten sind eigentlich ganz lustig. Ja, weil Pippi Langstrumpf einfach aus den seltsamsten Situationen auf die seltsamste Art und Weise rauskommt. Und ja, ich hatte auch tatsächlich von dem dritten Band, wusste ich eigentlich so gar nichts. Also die Geschichte kam mir jetzt nur aus dem ersten Band so bekannt vor. Wahrscheinlich auch wegen den Verfilmungen. Deswegen war ich auch ganz überrascht, wohin es im dritten Band uns noch verschlägt. Naja. Wie gesagt, mehr so ein Kinderbuch für Erwachsene oder politisch gut aufgeklärte Kinder. Dann habe ich noch Sci-Fi. Und zwar habe ich eine Graphic Novel-Reihe gelesen, die auch nur aus zwei Bänden besteht, und zwar Wires and Nerves von Marissa Mayer. Zeichnungen von Duff Holgate. Also das basiert auf den Luna-Chroniken, spielt nachher und es dreht sich eigentlich um. Ich sehe nochmal. Ico. Um Ico. Und spielt quasi aber auch direkt im Anschluss von den Luna-Chroniken. Das fand ich eigentlich ganz sehr spannend. Hier tauchen noch einige Charaktere auf, die man halt aus den Luna-Chroniken kennt und lieb gewonnen hat, natürlich. Ja, fand ich ganz komisch. Den Zeichenstil fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Der war so ein bisschen seltsam. Und das war halt auch alles irgendwie so blau gehalten. Also es ist mehr so nicht schwarz-weiß, sondern schwarz-blau. Mal einen kurzen Einblick gewähren. Ja. Zeichnung, okay. Story war nicht sehr, sehr gut. Charakter habe ich geliebt. Und ja, auch Luna Chronik ist ja einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Jugendbuchreihen. Also, wenn ihr Luna Chroniken mögt, könnt ihr da einen Blick reinwerfen. Ansonsten weiß ich nicht. Die gibt es aber, glaube ich, tatsächlich nur auf Englisch. Ich habe die, glaube ich, noch nicht im Deutschen gesehen. Wenn ihr was anderes wisst, sagt Bescheid. Dann eine Reihe, die ich tatsächlich beendet habe, die mittlerweile auch auf Deutsch erscheint. Und zwar Daughters of the Moon Goddess von Su Lin Tan mit diesen wunderschönen Covern. Tatsächlich hat die deutsche Ausgabe auch diese Cover. Das finde ich großartig. Es gibt noch die Ami-Cover. Ich glaube, sind die. Was müssten die. Ist das jetzt falsch? Ne, das sind die Ami-Cover und das andere sind dann wahrscheinlich die. Englischen Cover, die auch sehr schön sind, aber die fand ich halt großartig. Also das war jetzt immer so ein Coverkauf und so ein bisschen dieses Asia-inspirierte, märchenhafte Setting. Das Ganze ist aus der chinesischen Mythologie, soweit ich weiß, angelehnt. Ja. Das Setting fand ich gut, die Atmosphäre fand ich gut, das Cover ist wunderschön. Die Geschichte fand ich okay. Also. Die hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Ich fand unsere Hauptprotagonistin auch manchmal sehr anstrengend. Also manchmal, ich weiß nicht, also ich mag eigentlich starke weibliche Hauptprotagonisten sehr gerne, wenn sie nicht irgendwie so leicht ins Nervige abdriften. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, aber wenn die einfach zu, ja, überpower, also zu großartig toll und auserkoren sind, das nervt. Wenn sie zu dumm sind, das nervt. Wenn sie irgendwie so leicht psychopathische Züge annehmen und nur noch rumgemetzeln, das nervt. Und wenn sie nur noch irgendwelchen Typen hinterher schmachten, sich nicht entscheiden können. Das war eher schon hier der Fall. Also hier gibt es tatsächlich auch eine Dreiecksliebesgeschichte, die ich auch eher anstrengend fand. Und war okay, könnt ruhig einen Blick reinwerfen. Ich habe den zweiten Band immerhin auch noch gelesen. Aber auch das war nicht meine Lieblingsreihe. Im Gegensatz zu einer Reihe, die ich sehr mochte wieder, und zwar The Fitz in the Fool-Reihe von Robin Hopp mit dem ersten Band Fool's Assassin. Da geht es tatsächlich mal wieder um Fitz. Das ist die fünfte Reihe im Elderling-Universum und die letzte, und man sollte zumindest die beiden Fitz rein, die davor spielen, gelesen haben.
Ja, sonst kann man hier mit der Erde auch nicht viel anfangen. Und vor allen Dingen, was mich hier so. Also, es ist nicht mein Lieblingsreich geworden, tatsächlich. Es sind sehr, sehr dicke Bände. Ich fand, das war halt sehr, sehr viel Fitz und so viel. Also, es war sehr auf die Charaktere fokussiert. Und storytechnisch ist da jetzt nicht so viel passiert, außer dass sie halt ihr Leben gelebt, weitergelebt haben, so ungefähr. Und das, was dann passiert war, das wurde dann. Also, die spannenden Punkte wurden dann auf drei Bände gezogen. Fand ich auch so eher anstrengend, muss ich sagen. Also es hatte seine Längen, nichtsdestotrotz liebe ich ja die Charaktere, deswegen ja, habe ich das halt mir gerne angehört, aber es ist jetzt nicht so der actionreichste Plot gewesen. Vor allen Dingen finde ich tatsächlich, dass hier ja, die beiden Reihen, die sich um die Zauberschiffe drehen oder magischen Schiffe oder wie auch immer, Lebensschiffe, die hatten irgendwie mehr Plot. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nachvollziehen könnt, aber ja, also für so Fitz und so Fool eine sehr, sehr schöne Reihe. Kann ich dir empfehlen, aber start mit der ersten Reihe in dieses Universum. Dann habe ich noch eine, tja, wie nennt sich das denn? Graphic Novel ist es eigentlich nicht, bebilderter Romanreihe gelesen. genau, und zwar Tales from the Loop, ein illustrierter Roman von Simon Stalenhag. Das war auch eine sehr seltsame Welt, also. Es geht halt irgendwie, also es spielt irgendwie in der Vergangenheit und trotzdem ist es irgendwie futuristisch angehaucht. Also es gibt so seltsame Maschinen wie diese Roboter hier. Das Ganze spielt irgendwie so in einer entlegenen Gegend von Schweden, glaube ich. Und ja, das Ganze besteht eigentlich so ein, ja, 80% aus Bildern und dann gibt es immer kurze Abschnitte mit Text. Und die Bilder sind wirklich großartig. Ich finde das sehr realistisch gezeichnet. Vor allem die Maschinen und so Autos und solche Sachen, die hat er immer sehr gut rübergebracht, so ein paar Menschen und so. Und ja, also wer jetzt so ein bisschen mysteriöse Geschichten, so Steampunk, ja nicht ganz Steampunk, sondern irgendwie so ein bisschen 80er-Jahre-Steampunk, ich weiß nicht, mag, der ist hier auf jeden Fall richtig, kann ich definitiv empfehlen. Er ist auf Deutsch, ich habe tatsächlich den deutschen Ausgang. Ist ein bisschen teuer. Achso, ich habe jetzt drei Bände zu der Reihe gezählt, weil ich bei The Electric State immer noch nicht weiß, ob das jetzt wirklich irgendwie noch zu Tales from the Loop dazugehört oder nicht. Also die ersten beiden Bände, Tales from the Loop und Things from the Flute, gehören auf jeden Fall zusammen. The Electric State könnte man so als Spin-off bezeichnen. Spielt irgendwie in der gleichen Welt. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Genau, war mal ein Experiment, das durchaus gelungen war. Dann eine Reihe, mit der ich so ein Problemchen hatte. Und zwar von Katastana Claire, The Last Hours Reihe Chain of Iron. Das ist jetzt einfach der zweite Band, den ich aus dem Regal gekrabbelt habe. Den dritten Band habe ich den zweiten Band nicht auch dieses Jahr gelesen. Auf jeden Fall habe ich den dritten Band dieses Jahr gelesen und der ist leider so zu meinen Jahresflops geworden. Also, ich habe ja bislang alle Reihen tatsächlich aus der Schattenjägerwelt von Katamaker gelesen und mir war durchaus bewusst, dass die Reihen immer langatmiger werden und immer mehr Charaktere beinhalten und das war auch bei der Reihe der Fall. Dann bleibt halt immer so ein bisschen die Story auf der Strecke, wie ich finde. Ich fand zwar das Setting so in der Vergangenheit halt sehr interessant, manche Charaktere fand ich auch interessant, aber manche Plotstränge wurden auch sehr in die Länge gezogen. Einfach. Ja, da ist halt so Beziehungsdrama, das vor allen Dingen dadurch entsteht, dass halt keiner mit den anderen redet. Das fand ich ja schon bei den New Adult Romance Büchern eher anstrengend. Und das ist halt in der Umgebung von diesen Büchern jetzt auch nicht besser. Und ja, deswegen ist auch leider nicht meine Lieblingsreihe aus dem Schattenjäger-Universum geworden. Ja, und ich bin jetzt einfach froh, dass ich gerade nichts weiter von ihr zu lesen habe, weil ich brauche erstmal Pause. Deswegen habe ich auch nicht Swordcatcher oder wie das heißt, ihre neue Reihe angefangen. Aber schreibt mir gerne mal, wenn das einer von euch schon gelesen hat, wie ihr das so fandet. Dann habe ich eine Reihe beendet, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar Jenna von Leonie Bret Harper, Wildes Herz. Das ist eine vierbändige Reihe, die spielt in Irland zur Zeit der großen Hungersnöte, wo die Menschen halt nach Amerika ausgewandert sind, weil sie einfach in Irland nicht mehr überlebt haben. Und genauso startet halt diese Geschichte und wir im Laufe der ganzen Reihe wandern wir quasi auch mit nach Amerika aus und reisen da auch nochmal in den Westen.
Und das fand ich eine großartige Geschichte. Es ist sehr dramatisch, weil einfach gerade am Anfang auch einfach, ja, sie ihr Zuhause verliert, ihre Familie stirbt, sie ums Überleben kämpft. Ja, aber gleichzeitig ist es auch trotzdem noch irgendwie so ein Jugendbuch, das halt trotzdem so ein bisschen positive Stimmung noch hat. Sie lernt auch einen Jungen kennen, mit dem sie sich dann verliebt und einen, ja, etwas älteren, naja, einen Hauch älteren jungen Mann, der aus einer etwas reicheren Schicht kommt und der sie halt dann immer unterstützt und so aus einigen, ja, gefährlichen Situationen rettet, mit denen ihr dann eine sehr gute Freundschaft verbindet und ja, dem erzählt sie quasi auch ihre Geschichte im ersten Band und der schreibt das Ganze dann auch auf. Also es ist so Historien-Jugend-Drama, nichts Magisches, aber ja, sehr eindringlich, sehr halt ja nicht so ausufernd beschrieben, sondern halt doch für Jugendliche geeignet. Und außer dass halt viele Sachen sehr dramatisch waren und sehr, sehr gut recherchiert, das hat die Autorin hinten in den Bänden auch durchaus nochmal ausführlich geschrieben, wie sie sich das Ganze erarbeitet hat, damit sie auch aus dieser Zeit möglichst ja, korrekt berichten kann. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Deswegen die Reihe kann ich Ihnen definitiv empfehlen. Ein Highlight. Und eine Reihe, mit der ich leider auch so meine Probleme hatte. Und zwar von J.R.R. Tolkien, das Buch der verlorenen Geschichten, Teil 1 und 2, weil das halt zwei Bände hat bei mir. In der Ausgabe habe ich das jetzt als Reihe gezählt. Ja, die verschollenen Geschichten. Also es gibt ja von der ganzen Vorgeschichte zum Herr der Ringe, die unter anderem auch bekannt aus den Silmarillion sind mehrere Varianten, in denen diese Geschichten aufgearbeitet wurden, auch in Buchform und die verschollenen Geschichten gehört eigentlich auch dazu. Also hier geht es tatsächlich auch um, ja eigentlich wieder unter anderem um Geschichten aus den Silmarillion, die halt dann hier als eigene Geschichten so ein bisschen erzählt und miteinander verknüpft sind durch eine Rahmenhandlung. Und ich fand den Aufbau hier sehr, sehr schön. Also es hat nicht mehr so ganz dieses ja, Geschichtsbuchcharakter wie das Silmarillion. Und manche Geschichten sind halt sehr ausgeschmückt erzählt. Und ja, ich hatte hier vor allen Dingen beim zweiten Band meine Probleme, weil zum einen waren da Geschichten drin, die ich alle schon kannte aus diversen anderen Büchern. Unter anderem halt den Einzelteilen Bären und Lucien und der Fall von Gondolin. Weil da sind ja auch nochmal einfach die Geschichten wiederholt, die halt dann auch im Silmarillion, Schrägstrich, in den verschollenen Geschichten vorkommen. Also irgendwie doppelt sich das dann halt alles irgendwann. Genau, und gerade die letzten Geschichten, die sind halt ja nur noch ja, fragmentarisch vorhanden. Auch wenn da so die Grundideen dahinter sehr spannend sind, liest sich das sehr, sehr anstrengend. Also wenn ich mehr Anmerkungen lese als Haupttext und der Haupttext halt nur noch Stichworte sind, dann ist das schon eher schwierig. Ansonsten finde ich die Kommentare und Anmerkungen von Christopher Tolkien sehr, sehr gut hier drin. Der hat das alles gut aufbereitet und erläutert nochmal, vor allem diese ständig wechselnden Namen. Also Tolkien hat ja sehr, sehr viel Zeit, Energie und Gehirnschmalz in seine Namensgebung und seine Sprache dieser Welt sozusagen für Mittelerde reingesteckt. Und dementsprechend ja, verändern sich die Namen im Laufe der Geschichten. Und so haben verschiedene Charaktere in verschiedenen Varianten der Geschichte unterschiedliche Namen etc. Und das ist teilweise schwierig, das Ganze ja, noch zu wissen, wo man sich gerade befindet. Deswegen, also das fand ich, also die Anmerkung Christoph da sehr gut gewesen. Ja, nichtsdestotrotz war der zweite Band gerade auch eher anstrengend für mich. Zum einen, weil ich die Geschichten teilweise kannte und zum anderen, weil die teilweise halt keine kompletten Geschichten mehr waren. Genau, jetzt habe ich glaube ich noch zwei Reihen, die ich halt nicht mehr zeigen kann. Das eine ist The Poppy War, die Reihe von Erv Kuang. Habe ich beendet, alle drei Bände. Hatte ich auch hier, habe ich auch schon wieder aussortiert und durfte auch wieder gehen. Ich fand den ersten Band sehr, sehr gut, da geht es ja um unsere Hauptprotagonistin, dessen Namen ich aber vergessen habe. Ja, die quasi aus armen Verhältnissen stammt und dann ja, eine Art Aufnahmeprüfung für eine berühmte Schule sozusagen teilnimmt, um dann da zur Kriegerin ausgebildet zu werden. Und dann läuft das Ganze in so ein, ja, so ein Schulwettkampfsetting ab, um dann zweiten Hälfte des ersten Bandes ungefähr
in ein Kriegssetting abzudriften, und aus diesem Kriegssetting kommen wir auch nicht mehr raus, bis die ganze Reihe zu Ende ist. Und das hat mich unter anderem an den letzten beiden Bänden auch gestört, und das Hauptprotagonist wird immer psychopathischer und unsympathischer, und auch das hat mich gestört. Ja, ansonsten ein sehr blutiges Setting, also gerade diese Kriegsschauplätze sind auch sehr ausführlich beschrieben, aber das hat die Sache jetzt für mich auch nicht besser gemacht. Ja, keine Ahnung, also es war nicht meine Reihe, es tut mir sehr leid, ich fand die Cover wunderschön. Und dann habe ich noch eine Reihe als Hörbuch komplett beendet, und zwar die Drei-Linien-Reihe von Rose Snow. Da geht es halt um eine Urban-Fantasy-Jugendbuch-Geschichte, in der es Dunkle und Helle gibt, die so Familien sind, die so ein bisschen im Verborgenen leben und besondere Fähigkeiten haben. Die Dunklen können mit einer Berührung das Leben nehmen und die Hellen können durch Berührung Leben geben. Ja, aber eine Beziehung zwischen den beiden Gruppen ist verboten, aber trotzdem müssen sie irgendwie koexistieren und haben auch immer so Veranstaltungen, wo sie sich dann halt ja begegnen, austauschen. Ja, ist nur eine dreibändige Reihe von Rose Snow, deshalb eines der kürzeren. Kann ich definitiv empfehlen, wenn ihr so ein Jugendbuch so ein bisschen lockerere, nicht so mega tiefgreifende Geschichten mögt. Ich fand die Plotwendungen sehr interessant da drin, die waren auch durchaus dramatisch. Ja, unsere Protagonisten konnte ich ganz gut leiden. Es gibt eine Liebesgeschichte, die aber jetzt tatsächlich auch gar nicht so mega, also sie hat nicht den Hauptfokus der ganzen Geschichte ausgemacht. Deswegen fand ich das tolerierbar. Ja, also das Ganze habe ich auch als Hörbuch gehört, also das Hörbücher kann ich auch definitiv empfehlen, wenn ihr noch irgendwas sucht. Ja, eine schöne Reihe. Genau, das müsste es eigentlich gewesen sein. Genau, das waren tatsächlich alle 15 Reihen, die ich beendet habe. Waren einige gute dabei, einige nicht so gute, aber alles in allem bin ich immer froh, wenn ich dann meine Reihe beendet habe. Genau. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein Video mit den Reihen, die ich 2024 gerne beenden würde. Mal schauen, wie das so funktioniert. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Reihen ihr so dieses Jahr beendet habt, welche Reihen von denen ich beendet habe, ihr gemocht habt oder nicht gemocht habt oder wie ihr die fandet. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.